Bonjour. Hallo. Das war Französisch. Und herzlich willkommen bei einem neuen Part. Red Dead Redemption 2, einem kleinen Special Part. Denn ich werde euch heute mal zwei kleine Glitches zeigen. Den einen Glitch, den kannte ich schon. Den anderen Glitch habe ich gestern Abend in Erfahrung gebracht und finde den sehr, sehr nützlich. Denn ich werde euch heute hoffentlich etwas zeigen, das ihr noch nicht kanntet. Natürlich, das hoffe ich sowieso immer. Aber, ah ne Quatsch, wir können da unten bleiben. Ja, letzten Endes dazu führt, dass ihr Teile der Map entdecken könnt, die ihr noch nie gesehen habt. Ich will nicht zu viel versprechen, deswegen, wir fangen einfach mal an und werden mal mit unserem Pferd hier rüberschwimmen. Und dabei einen Fisch töten. So. Und so. Und dann seid ihr schon mal hier auf mexikanischem Boden angekommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Hier habt ihr ein neues Gebiet. Das könnt ihr hier unten alles an der Küste ganz in Ruhe. Nein, war Spaß. Bleibt dran, falls du neu bist. Dann hast du jetzt eine kleine Vorgeschmack auf meinen Humor. So, da sind wir. Bereit, uns nach Guama zu trinken. Den Guama-Glitch, den kennen eben schon viele. Das ist jetzt noch nicht das, worauf ich gespannt bin, ob das der ein oder andere denn tatsächlich schon kennt oder nicht. Das hier, das kennen die meisten tatsächlich. Genauso wie den Bronte-Glitch, denke ich mal, den haben die meisten auch schon mal irgendwie was von gehört. Aber nun wollen wir diesen Mann, der ja nie da war und sich auch leider kein Ticket kaufen kann, weil man das wieder aus dem Spiel rausgenommen hat. Ich glaube, ich habe auch das Zimmer entdeckt, in dem wir untergekommen wären. Ja, auf dem Schiff, auf dem wir das Glücksspiel betreiben und den reichen Unterwäschehändler um seine teure deutsche Uhr bringen. Reutlinger, yeah, it's German. I never heard of it. But wenn die sagen, das ist Deutsch, dann muss es wohl stimmen. Ja, dort gibt es im ersten Stock oben, wenn man die Treppen hochgeht, gibt es einen Raum, in den man reingehen kann, unter den ganzen Passagierräumen sozusagen, ne, unter den Passagierkabinen. Und ich schätze mal, das wird vielleicht die Kabine gewesen sein, die wir bezogen hätten, wenn wir wieder ein Ticket nach Guama gekauft hätten. Für 100 Dollar hätte man nämlich eigentlich ursprünglich eins kaufen sollen können. Und das ist rausgenommen worden. Also muss John amtlich in die Buddel schauen, wie spät das ist. Ja, ich glaube, wir sind soweit. Moin, 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 die Sportsfreunde und herzlich willkommen wieder zu Werner Sportschau hier am Sonntagmorgen. Der Schiedsrichter überprüft nochmal die Pfeife. Ich glaube, das bekannteste Fußballspiel Deutschlands, wa? Nee, Moment, Moment, die Scheiße habe ich gestern schon geschafft. Da kann ich nicht hochlaufen. Mein Pferd ist sowieso unten. John ist an der imaginären Wand gescheitert und ist automatisch gleich wieder den ganzen Weg zurückgekullert wie so ein Bekloppter. Ich glaube, ich musste erstmal rechts lang. So, also, was ist passiert? Wir sind immer noch hier drüben, aber wir sind ein Stockwerk höher besoffen wieder aufgewacht. Keine Ahnung, wie John das gemacht hat. Er weiß es ja selber nicht. Er würde sich gerne selber manchmal besser verstehen, aber am Ende des Tages ist er eben doch nur John. Und er weiß auch nicht einmal alles. Aber irgendwie hat er es geschafft, da besoffen hoch zu kraxeln. Und das, was wir jetzt machen, wird ein bisschen länger dauern. Ich lasse euch einmalig mal den ganzen Weg mit drin. Bei den meisten läuft es immer so abgekürzt. Aber ihr kennt mich. Watchtime ist nun mal Watchtime. So. Ohne Scheiß, wo bin ich denn da hochgekommen, Alter? Bin ich so weit rumgelatscht? Muss ja. Alter, das sehe ich ja noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Yeah. Ja, ich glaube, da vorne bin ich hoch.
So, weil wir wollen Richtung Südosten. Wir wollen raus aus der Karte. Wir wollen raus aus dem Eck. Aber im Augenblick glaube ich ja straight nach Süden. So. Oh Gott, Lütten hier, hinter die Binde. Guck mal noch mal rein da. Guck mal noch hier, hier. Viva la Mexico. Arriba. So. Das ist ja schon mal ein Ausblick wert, würde ich sagen, wa? Könnt ihr mal sehen, was hier drüben noch alles gebastelt wurde. Also, die Felsen, die Umgebung an sich ist da, sag ich mal. Sehr, sehr grob zwar nur. Und wenn wir richtig reingehen, dann unten wird es nicht allzu toll aussehen von der Grafik her. Das kann ich euch auch sagen, wenn wir da nicht vorher schon durchpurzeln. Aber das werden wir gleich alles noch sehen. So, also wir gehen mal weiter. Wie gesagt, wir wollen nach, doch nach Südosten wollen wir. Ja, richtig, richtig, richtig. So, jetzt gibt es hier die erste kleine Hürde. Hier müsst ihr so ein bisschen gucken. Kann sein, dass das mal schief geht. Seht ihr ja. Ich konzentriere mich mal kurz. Na komm schon. Ey, ich weiß, dass ich da hoch kann. Manchmal kommt es dir vor, als wenn das Spiel erkennt. Oh, warte mal, der will mich scheißen. Schnell! Eine imaginäre Hürde. Mann! Du Vogel, Alter! Das ist immer der Vorführeffekt, ne? Kennen wir alle. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nein! Wie sich manchmal einfach die NPCs so drehen, wie sie sonst nie tun. Ey, sag mal, wie bin ich denn da gestern hochgekommen, Alter? Gestern habe ich First Try, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da ist einfach gemacht. Da schien mir das völlig leicht und völlig normal, dass er da hoch kann. Und jetzt macht er hier so einen Scheiß. Meine Herren John, Alter. Ist das die falsche Kante oder was? Guck mal, ja, hier. Ja, so, das ist doch hier. Da können wir mit arbeiten, Alter. Die Kacke da drüben. Okay, ihr nehmt die Kante davor. Bitte nicht die Kante danach nehmen. Die macht euch wild. Ganz wild. So, Nordosten ist okay, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir müssen natürlich hier oben, abhängig vom Gelände, wie ihr seht, ich will ja jetzt hier nicht in die scheiß Schlucht reinlaufen. Da wollte ich ja nun gerade eben erstmal raus. Wenn wir jetzt hier so einen kleinen Bogen laufen und dann, jetzt sind wir schon auf dem Weg nach Osten und so langsam drehen wir uns dann gleich rein Richtung Südosten. Ja, hier können wir jetzt langsam mal abbiegen. Ihr werdet hier drüben Flora und Fauna nicht finden auf dem Abschnitt. Da geht lieber hier hoch. Also Regen, ja. Witterungsbedingungen gibt es schon noch. Was es allerdings nicht gibt, sind Tiere oder Pflanzen. Die werdet ihr hier erstmal nicht finden. Ja, warum mache ich das Ganze? Wir haben noch Tiere im Kompendium, die wir noch nicht abgehakt haben.
Und ganze 3 Stück finde ich eben nur da drüben, wo ich sie mit Arthur nicht notiert habe. Leider. Aber wir haben noch weit mehr Möglichkeiten. Wir werden hoffentlich, gestern in der Probe habe ich es noch nicht gefunden, ein, wenn nicht sogar noch ein zweites Tier, das wir gar nicht im Kompendium finden, entdecken. Ich will nicht zu viel versprechen. Ansonsten schauen wir uns das vielleicht nochmal in einem Video kurz an und ihr versucht es dann einfach nochmal selber. Habt vielleicht das Glück, was ich dann nachher vielleicht nicht haben werde. Das klappt halt nicht immer und man muss halt ja dann auch irgendwie wieder alles schneiden am Ende, ne? Deswegen, und ein bisschen Zeit für andere Sachen am Tag baue ich auch. Das heißt, ich kann bedingt nach Tieren, die nicht im Kompendium sind, suchen und dafür Zeit aufbringen. Jetzt kriegt wahrscheinlich zum ersten Mal meinen Instant Blitz, den ich die ganze Zeit haben wollte, jetzt hier draußen, wo ich ihn nicht gebrauchen könnte, wo er echt kacke käme. Da kommt er dann wahrscheinlich. So, dann schauen wir mal. Ihr seht, wir kommen voran Richtung Nordosten. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier Richtung den Worten Wegpunkt und zurück. Da Richtung Südosten runter wollen wir. Aber auch hier könnt ihr natürlich schon rumlaufen und erkunden, wenn ihr wollt. Euch angucken, was hier so map-technisch von den Höhen her gekommen wäre. Allerdings werdet ihr nicht allzu viel finden halt, ne? Leider ist hier nichts an Schätzen, die nicht im Game drin waren oder so, dass man da gucken kann und sagt, oh, das wäre natürlich richtig cool. Ja, dass man irgendwelche Objekte findet, die dann im Game nicht verarbeitet wurden oder so. Im Prinzip sind ja die beiden Tiere, die ich gerade schon erwähnt habe, dahingehend zutreffend. Und das eine, sag ich mal, sollte ein bisschen leichter möglich sein. Da haben wir ganz gute Chancen, dass wir es eigentlich sehen sollten. Bei dem anderen bin ich mir unklar, wie ich das hier vorspawnen soll, wenn ich dann da bin. Ich bin an der Stelle und so weiter und so fort, aber ja. Gut. Ja, welche beiden Tiere das sein könnten, Guama-Experten wissen das eigentlich schon. Es handelt sich, und ich will mal nicht zu viel drum rumlabern, um die grüne Meeresschildkröte, als auch um die mysteriösen Haie. Nun weiß ich aber nicht, ob das in der Konsolenversion auch möglich ist. Was möglich ist, ist der zweite Glitch. Den habe ich auf jeden Fall überprüft, sonst hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht angefangen jetzt nochmal. Dann nur der Guama-Glitch selber relativ geläufig ist. Die zweite Sache macht allerdings den Aufenthalt auf Guama sehr viel angenehmer. Denn wir werden heute den Invisible Sniper ausschalten und ganz Guama erkunden können. So, zwischendurch mal wieder ein bisschen anheizen hier bei euch. Was? Ja. Die Spannung auf einem angemessenen Bogen halten. Nicht vorskippen, jetzt nicht, nein, tu's nicht. Bleib dran, Mann, gleich kommt eine Stelle, die musst du sehen. Denn sonst, da fällst du sonst nämlich rein. Nein, also ihr seht, wir sind, Quatsch, jetzt glaube ich ja nach Nordosten. Was mache ich denn? Ist aber nicht so wild. War nur ein paar Zentimeter sind's. Wir können ja nochmal auf die Karte gucken, wie spät das ist. Alles tippitoppi. Da soll es ja auch hingehen. Ihr sollt natürlich dann auch das Gebiet sehen, auf das ihr achten müsst. Ja, nehmt euch Ausdauer mit. Ganz wichtig. Auf Guama selber werden wir selber nicht mehr so viel Ausdauer brauchen, aber nehmt euch auch Pferdeausdauer mit. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber wir sind nicht unberitten. Nein, nein. Auch hier sind wir mit einem schönen Vorteil versehen. Also, ja, gehört wie eine Schlange gerade. Ich will mal einen Schluck Kaffee trinken. Muss kurz langsam gehen. Und schwupps, war er leer. Dann werde ich mir gleich noch einen machen. Weil ich Kaffee liebe. Auch in 10.000 Varianten. Alles, ich will alles durchprobieren, wenn du einen ganz besonderen Special-Kaffee hast. Den einzigen, den ich noch nie probiert habe,
der noch so auf der Liste steht, nicht unbedingt, weil ich wirklich so, keine Ahnung, ich will einfach wissen, wie er schmeckt. Es hatte klingelt. Einmal Sinn. So, Tür ist geöffnet. Und Ware entgegengenommen. Weiter Südosten geht es hier. Guck mal, hier sieht es richtig gut aus wieder, ne? Den Abschnitt hatten sie wahrscheinlich wirklich geplant. Sieht allerdings nicht sehr mexikanisch aus hier. Deswegen vermute ich fast, nee, wir sind noch nicht da. Wir werden gleich eine kleine Map-Transition machen. Was das ist, das werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, jetzt hat es stattgefunden. Unten haben wir es gerade gesehen. Ja. Skippt nochmal zurück. Achtet mal auf die Minimap ganz kurz. Da seht ihr es nämlich blinken. Und wenn das passiert ist, dann hat die Map Transition stattgefunden. Und wie ihr sehen könnt, sind wir plötzlich einfach rübergegangen nach Guama. Aber wir müssen noch ein Stückchen weiter. So, den hier kann ich ganz gut schon erkennen, den Berg. Wir gehen noch ein bisschen Richtung Osten. Hau dir mal einen rein hier vom... was weiß ich, was Ausdauer gibt. Hat Kidneybohnen, glaube ich, ne? Hier. Davon habe ich auch reichlich mit. 99 Dosen Kidneybohnen. Kann John ordentlich pupsen morgen. Achso, ja. Muss er sich auch seinen zusätzlichen, seine Präparate da wieder geben oder was der da immer macht da hier. Seine Spritzen im Bauch da, du. Mit der dreckigen Marihuana da. Ey, macht Spaß. Ich bin noch nicht so ein uralter Boomer. Also. Ja. Immer locker mir easy geschmeidig bleiben. Bleib mal cremig, ich burn das schon. So, und wie ihr seht, sind wir jetzt hier unten, auch auf der Minimap klar zu erkennen, auf dem Wasser angekommen. Also hier fängt die Karte an, nicht mehr so ganz zu stimmen, wundert euch nicht. Das heißt, ja, wir laufen gerade unten wirklich auf der Minimap auf Wasser rum. Denn immer weiter, das ist, ja, ich sag mal, glaube hier so der Punkt, da ungefähr müssten wir, glaube ich, gleich eintauchen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Von hier an. Immer so ein bisschen rein da. Immer ein bisschen umgucken. Ich glaube, rein prinzipiell hätten wir die Möglichkeit, wir könnten uns jetzt hier schon selber einfach quasi den Rest geben. Habe ich so noch nie probiert. Whoopsa. Und dann seht ihr plötzlich, ist Ende im Gelände. So, jetzt gehen wir hier nochmal ein Stück hoch. Ich gehe wieder an die Stelle, wo ich das sonst auch gemacht habe. Nur um sicher zu sein, dass das mir auch dann funktioniert. Aber ihr könnt es ja gerne mal hier vorher schon ausprobieren. Also wie gesagt, müsste klappen, wenn ihr euch jetzt hier mit dem Molotow-Cocktail zum Beispiel selber anzündet oder Dynamit oder was. Dann, oh, da war knapp. Dann sollte das eigentlich schon funktionieren. So, ich gehe nämlich immer dahin, wo es so richtig, richtig finster tief wird. Da, wo nochmal so richtig so talmäßig einer kommt. Ich habe ein kleines Gelände zwischendurch mal entdeckt. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob der Teil nachher so ein abgeschotteter Teil hätte werden können. Ich weiß nicht. Ich meine, vieles, dadurch, dass jetzt hier gar nichts drauf ist auf den Flächen, außer Bäume, und dann hast du so ganz viel offenes Grün, wirkt natürlich auch so, als hätte man eventuell sogar vorgehabt. Ist nur eine Vermutung. Den Golfplatz von Edit Downs und Archie tatsächlich mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob Golf jemals geplant war so als Game. Vielleicht mal ganz, ganz ursprünglich. Und deswegen gibt es so ein paar Freiflächen, die dann aber doch irgendwie sehr detailliert wirken für meine Verhältnisse. Auch wenn keine Tiere da sind. Aber wäre ja dann eigentlich auf dem Golfplatz auch nicht so praktisch, wenn da die Wildschweine rumlaufen. Yo, 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 das wird ein Hole-in-One. Oh nein, das Schwein hat schon wieder meinen Schlag versaut. Gut. Ja, was machen wir? Wir gehen
Volle Hütte rein ins Geschehen. Cause I'm free. Free falling. Und tot. Ende der Geschichte. Da ist John rübergekommen ins Nirvana. Kurt Cobain und Jimi Hendrix begrüßten ihn direkt an der Himmelspforte und sagten: Jo, spielst du überhaupt ein Instrument, Alter? Und John so: wo ist Abigail? So, ihr seht, wir sind da. Folgende drei Tiere brauche ich, weswegen ich hier sowieso rüber musste: Lanzenotter, Regenbogenboa und. Was noch? Der Rotfußtöbel heißt er, ne? Ja, blauer Schnabel, roter Fuß. Schaut euch das Originaltier mal an, falls ihr es noch nie getan habt. Es gibt einen Rotfußtöbel, das ist kein Tier, das Red Dead erfunden hat. Nein. Das ist ein sehr, sehr lustiges Tier, das die Natur erfunden hat. Irgendwann im Laufe der Evolution. Und wenn du Evolutionsgegner bist, dann keine Religion oder Politik auf diesem Kanal. So, ja, Regenbogenboa könnt ihr jetzt nicht wirklich hervorlocken. Da würde ich eigentlich nur empfehlen, lauft durch die Gegend. Nehmt euch starke Berkshire-Schwein. Und Spotschwein. Ah, verdammt, verwechselt. Berkshire gibt's aber auch hier. Ich hatte gestern in der Probe eine Situation, die kam mir irgendwie unbekannt vor. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das schon mal gehabt hätte. Drei, ihr müsst aufpassen am Anfang. Drei Wachen sind hier rumgelaufen, die kamen von hier und waren auf der Suche nach jemanden und sind hinterhergelaufen und haben dann hier die Suche aufgegeben. Mal gucken, ob wir diese Situation jetzt wieder gespawnt kriegen. Da war ich ein bisschen verwirrt. Ja, eine Schlange würde euch wahrscheinlich einfach irgendwann beißen oder ihr guckt halt auf die Minimap, wenn mal ein roter Punkt kommt, umdrehen und checken, welche Schlange da ist. Falls ihr das selber nämlich noch machen müsst. Ihr findet die Vögel, also die Aras sind hier am Start, jetzt gerade ein bisschen schwer zu sagen, wo. Denn die werden sich wahrscheinlich einen kleinen Unterschlupf gesucht haben. Was wir nicht machen können, ist hier drüben ein Lager aufbauen. Also mit Schlafen eher schlecht. Wir könnten allerdings mit John nochmal dieselbe Situation, glaube ich, bekommen. Kriegt der dann auch die Cutscene sozusagen. Problem hierbei ist nur, wir würden jetzt die Insel alarmieren und die fangen echt an uns zu suchen. Ne? Und die werden mir dann auch auf den Senkel gehen. Also machen wir das später. Schauen wir mal rüber bei dem alten Lager. Und dann kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie können wir jetzt also ganz Guama erkunden, ohne dass uns irgendeine Kugel um die Birne fliegt und wir hier wieder. Genauso wie Arthur in New Austin hat John hier das Problem, dass ein Invisible Sniper nicht möchte, dass wir dieses niemals fertiggestellte Inselchen vollständig erkunden können. Ja, hier ist wirklich alles am Start, was ihr auch sonst drüben hattet in Guama. Hier habt ihr eure Dosen. Da drüben habt ihr ein bisschen Guama rum. Könnt ihr euch einstecken. Lagerfeuer zum Ausruhen auch am Start. Sogar unsere Kanne ist noch am Start. Wir können nichts machen an diesem Lagerfeuer. Aber wir können ja ein eigenes Lagerfeuer herstellen. Na gut, jetzt zeigt das gerade nicht. Moment. Ne, wir konnten nur herstellen, ne? Ja. Okay. Naja, ist ja wohl nicht so wild. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Dann haben wir hier tatsächlich immer noch unsere Waffe. Den Repetierkarabiner, die allerdings für Wachen benötigt wird. Das Spiel weiß also in dem Moment jetzt nicht so genau, was hier gerade los ist und berücksichtigt die Tatsache, dass wir 7 Jahre später als John wiedergekehrt sind. Achso, hier ist nochmal Guama rum. Und nun geht's los.
Das mit der Schlange klappt zwischendurch hoffentlich, denn in dem Teil, wo ich rumlaufen kann, den wir eigentlich sonst gar nicht erkunden können, und ich werde euch auch noch was zeigen, ein Ort, den ihr wahrscheinlich alle sehr interessant findet und euch dachtet, was ist denn da hinten? Ich würde nur allzu gerne wissen. Wir werden diesen Ort erkunden. Das werden wir tun, das werden wir. Und ihr werdet das auch selber machen können. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also, wir gehen jetzt erstmal in den Bereich, wo der Sniper tätig ist und uns auf den Senkel geht. Ich gucke gerade, ob ich unten schon eine Schlange gespawnt kriege. Also hier ist eigentlich eine ganz gute Area für die Schlangen. Starke Arznei, wie gesagt. Wenn ihr vergiftet werdet, weil ihr den Biss abkriegt, ist nicht verkehrt. Aber ihr kommt sowieso nicht einfach so von Guama wieder runter. Dafür bedarf es einem gewissen Trick mal wieder. Eben der Map Transition. So wie ihr reingekommen seid und die Karte einfach geswitcht hat. So wird das jetzt auch gleich passieren, wenn wir die Insel wieder verlassen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Fangen an. Leguan, Hallöchen. Und jetzt kommen die ersten Schüsse gleich. Wir müssen ihn erstmal triggern. Er muss erstmal anfangen. Mich wundert es, dass er immer noch nicht geschossen hat. Hat sich das Spiel denn von gestern gemerkt oder was? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber irgendwie nervt es mich auch, meine Ausdauer gerade jetzt unten ist, weil ich versuche zu laufen, damit ich den Header nicht direkt abkriege. Aber irgendwie will er nicht schießen. Ich glaube, hat er sich wohl einmalig gemerkt oder was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er scheint sich's einmalig gemerkt zu haben. Tja, was habe ich gemacht? Was habe ich dafür gemacht? Lasst mich das kurz raussuchen. Ich habe die Folge eigentlich schon mal aufgenommen. Ich fand die aber nicht so gut und dachte, das machen wir nochmal kompakter. Und ich zeige euch das in einem Rutsch richtig schön, ohne viel Rumgeeier. Denn die ging schon wieder über eine Stunde. Wird die hier vielleicht auch gehen, aber ich hole das mal eben schnell raus. Also was ich... Naja gut, wir können eine Sache uns sowieso angucken. Ich war ja vorher schon auf der Tiersuche. Die Olivenschabe habe ich zum einen gefunden. Sammeln. Jawoll, da habe ich ihn. Der kleine Ganova, Alter. Olivenschabe, check, Alter. Man muss nur vom Teufel reden. Und der wird sich dir offenbaren. Da wird doch geschossen, hör mal. Ja, ich bin in der Nähe von Shady Bell. Dort, wo wir auch das zerbrochene Piratenschwert finden. Dort die Ecke. Da habe ich die Olivenschabe geklärt. Jetzt gibt man mal vor. Manzanita Handelsposten, genau. Gibt es eine Folge drüber, könnt ihr gerne nachschauen. Dann findet ihr raus, was die Bande vom Manzanita Handelsposten eigentlich früher getan hat in der eigenen Heimat und was es mit denen auf sich hat. Hier finden wir den sibirischen Husky, den ich noch nicht hatte. Haben. Der sibirische Husky saß vorne einfach nur auf der Treppe rum. Da ist er. In Saint-Denis, wenn ihr die Schnellreise macht, reitet ihr ja sowieso vorne in Saint-Denis rein, da wo auch das Le Moyne-Schild ist mit dem heiligen St. Denis, dem Geköpften. Und zweiter Haus links, dort findet ihr direkt auf dem Hof einfach einen Pool rumlaufen. Ja. Nichts digit jetzt und das ist es im Prinzip auch schon. Jetzt gucke ich nur noch nach, wegen Rotfußtölpel, Lanzenotter und so. Dann habe ich gedacht, ach komm, dann machen wir jetzt den Guama-Teil und ich gehe da mal rüber und check das mal ab. Aber anscheinend bin ich ja jetzt hier schon befreit vom Invisible Sniper. Obwohl ich den alten Ladestand genommen habe, bei dem ich noch gar nicht nach Guama rüber bin, also Manteca Falls halt unten gespeichert hatte und dachte, da fangen wir den Part dann halt an. Deswegen muss ich mal gucken. Und sind bereits John natürlich. Ich bin jetzt hier einfach nur gerade in dem Bereich gewesen halt, ne?
Jetzt ist ja schon wie im Livestream, dass ich vergesse, den Bildschirm wieder genau zu wechseln. Das ist ja, was wir umgehen wollen. Ich gehe. Also da war der erste Schuss. So, ja. Vorausgesetzt, wir haben das ganze Spiel schon durchgespielt. Und sind bereits John, natürlich. Ja gut, wir müssen nicht komplett durchgespielt haben, aber wenn wir John sind halt, ne, dann ist das natürlich möglich. So, nun gehen wir zurück auf die Mission Nummer 1 aus Epilog Teil 2. Freundschaften mit der bloßen Faust. Denn die müssen wir jetzt nochmal komplett durchspielen auf Gold. Kleiner Spaß, ihr könnt die gleich wieder abbrechen. Das ist schon alles. Jetzt seid ihr wieder in Guama danach und der Sniper ist auf mysteriöse Weise deaktiviert. Mehr braucht ihr nicht machen. Also am besten, ihr geht rüber. Wichtig, der Sniper muss auf Guama einmal aktiviert worden sein. Genau, also ihr müsst wirklich, dass er einmal auf euch schießt, sonst ist er noch nicht da. Ihr drückt dann einfach auf das Missionsinfo-Ding da so. Da. Missionsinfo, das Protokoll, genau. Ihr könnt das Protokoll dann öffnen, geht auf eure Mission, sagt verlassen und abbrechen. Jetzt fragt er euch ja nochmal, ob ihr die wiederholen wollt, weil das fehlgeschlagen ist. Dann sagt er auch abbrechen. Jetzt seid ihr zurück in Guama, der olle Ladebalken da schon wieder. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und ihr seid jetzt automatisch Sniper befreit. Außer der schießt jetzt gleich doch nochmal. Alter, mit dem Licht finde ich immer noch blöd. Ihr wartet mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz einen Break nochmal. Naja gut, ist jedenfalls nicht mehr ganz so viel. Muss ich nochmal anpassen. Ja, die Lichtverhältnisse tagsüber, wenn die sich ändern, dann ist er doch auch manchmal, hat das Sonnenlicht einen Teil mit übernommen und abends merkst du das dann erst. So, da sind wir. Aber nicht überall können wir rein. Seid deswegen nicht weiter verwundert. Auch die Wachen interessieren sich nicht für euch, was natürlich sehr angenehm ist, dass die jetzt nicht denken, direkt auf euch schießen. Ja, ihr könnt also die Leguane verfolgen, könnt euch reichlich catchen und einstecken, wenn ihr wollt. Aber vor allen Dingen möchte ich natürlich die Tiere finden, die wir noch nicht haben. Was zum einen eben der Rotfußtölpel ist und die zwei, die wir noch nie zu Gesicht bekommen haben, in dem Durchlauf hier jedenfalls. Ja. Hier die Treppe laufen wir hoch. Von dort kommt der Soldat von der Seite gelaufen, wird direkt abgeknallt. Ja. Also alles könnt ihr hier nochmal in aller Ruhe ablaufen und euch angucken. Ja, Kanonenkugeln. Beweglich? Nee. Huch. Merkwürdige Ansicht. Aber mal gucken, ob wir eine Meeresschildkröte finden, wenigstens. Ah, guck mal hier. Warte mal. Ist das die Aztekenmöwe oder haben wir vielleicht sogar zufällig mal einen von denen? Ja, das ist die Möwe. Ey, alle Möwen. Aha, haben wir dich doch. Der Rotfußtölpel. So, kriegen wir dich auch mal ein bisschen besser zu sehen, ehrlich gesagt? Das ist immer so eine Sache hier mit zu Land, ne? Wow. Da sehen wir den blauen Schnabel und die roten Füße. Na, was ist denn das? Das sind ja zwei Reittiere. Und wir werden mit der Ziege über die Insel reiten. Schön wär's. Ja, ja, schab du mal. Ich weiß, was du vorhast. Kick dir das an hier. Alles durchgeplant. Er macht schon seine Vorbereitung. Er geht voll auf Anvisieren, die Sau. Warum machst du denn den Typen nicht fertig da? Ja, ja. Ich hab dich auch lieb. Buenas. Muy, muy bueno. Auf geht's. Jo. Dann zeige ich euch mal, dass das jetzt hier wirklich alles geht. Mich wundert es nur, dass er sich das gemerkt hat jetzt in dem Spiel. Also, habe ich das jetzt ein für alle Mal beseitigt damit, den Invisible Sniper auf Guama? Oder wie soll ich mir das hier vorstellen?
Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, tatsächlich. Dass er, wenn ich den neu lade, das trotzdem noch so drinne hat. Finde ich gerade ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, aber gut. Ja, soll mir ja nicht stören. Zeigt ja nur, dass es funktioniert. Also kein Gecheate, kein Gemodel oder Gepatche. Wirklich nur ein Glitch, den man da ausnutzt. Und ihr müsst nur die Mission Freundschaften mit der bloßen Faust. Das Ding, wenn Charles in Saint-Denis sich als Schläger unter Beweis stellt. Also einen richtigen Weg kann man hier nicht erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen, wa? Es ist ja angeblich hier natürlich jetzt wieder klar, ja. Ah, ganz entspannt mit Eselchen hier. Bloß keine Hektik machen. Der ist ja noch nicht so laut die ganze Zeit. Aber der geht gut schnell ab. Irgendwie kam er mir auf Guama sogar noch ein bisschen schneller vor. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir die ganze Zeit auf Guama sonst nur zu Fuß unterwegs waren. Da kommt einem alles schneller vor. Ein paar Inlineskates wären auch cool gewesen für John, oder? Wow, oh Mann. Die hätte ich auch voll gerne. Und ganz Guama voll neidisch auf John, Alter. Oh Mann, er hat voll coole Inlineskates. Und tschüss. Den hätte ich jetzt gerne gesehen. Habt ihr gesehen, wie der Schwein nach vorne runtergefallen ist? Er hat einen Frontflip gemacht sozusagen. Kein Backflip, ein Frontflip. Achtet auf das erste Schwein von den beiden, also rechts jetzt sozusagen das Schwein dann. Miau! Und jetzt, ah ne, Backflip, war ein Backflip, er ist rückwärts runter. Ja, da sind wir. Bis hierhin können wir und auch noch weiter. Was ist denn das da für ein Fleck? Den habe ich mir ja noch gar nicht angeguckt. Dann lass uns doch mal dahin. Also, hier gibt es Schweine, das heißt, hier gibt es auch Schlangen und dementsprechend hoffe ich, dass wir noch den Lanzenotter. Wobei Lanzenotter, bin ich mir nicht so sicher, ob es den ja auch drüben gab, ehrlich gesagt, wa? Also, ich habe den gestern hier nebenbei mitgefunden und gemerkt, ah ja, den stimmt, den suchen wir ja auch noch. Wobei ich erstmal an was ganz anderes vom Otter her wieder gedacht hatte. Ja. Das ist irgendwie komisch, ne? Also, es heißt ja wirklich Lanzenotter. Aha! Dankeschön. Aber es ist ja kein Otter in dem Sinne. Perfekt. Also, sein Auftritt hätte ja wohl nicht besser kommen können. Ja, müssen wir mal an der Stelle jetzt festhalten. Manchmal muss man auch mal Glück haben, sag ich mal. Gut, also, ich glaube, wir können jetzt hier mal versuchen, weiter reinzukommen. Damit ich mal sehen kann, was das da sein soll. Ist das nur dieses Ding da im Wasser, oder? Ist hier unten wirklich noch irgendwas? Oh, vielleicht gab es hier so eine Höhle in der Wand drin. Kennt ihr Shutter Island? Da ist dann die Vermisste. Aber er bildet sich die wahrscheinlich nur ein. Oder doch nicht? Aber das ist doch nochmal ein Stück, das ist einfach nur so, da müsste eine kleine Wasserbucht sein eigentlich eher, oder? Boah, Chappert, Alter. Da müsste eher nochmal eine kleine Bucht davor sein oder so, kann das sein?
Schwer zu sagen. Aber fühlt euch frei, diese Küste da unten zu erkunden. Oui. Ihr seht da, dass das möglich ist. Auch der Teil da hinten sollte möglich sein. Oh. In einem starken Moment eingefangen da hinten, den Blitz. Da sehen wir ihn. Das ist dein Moment, Blitz. Genieß ihn, Boy. Ja. Lass mal noch mal ganz kurz gucken. Also, hier hinten in dieser, hier gibt es eine kleine Bucht. Wenn wir bis dahin durch sind, dann wird das hier noch ein kleines Stückchen weiter, quasi da, wo der schwarze Streifen erst endet, so ungefähr in dem Dreh, da irgendwo ist eine Bucht. Die sehen wir jetzt nicht. Da sollen die Haie spawnbar sein. Ob das nun funktioniert oder nicht, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Aber irgendwie kamen die da raus. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann aber nochmal im Video an, weil ich sonst John draufgehen lasse. Und ehrlich gesagt, es ist mir persönlich jetzt auch nicht so wichtig, dass ich die unbedingt selber nochmal bekomme. Ich möchte ja auch irgendwo zu Potte kommen hier mit euch. Aber wir werden es uns gleich nochmal ganz kurz in dem Video angucken. Kleine Onitsch dann nochmal natürlich an den Kanal, bei dem ich jetzt den Glitch gesehen hatte. So, jetzt müssen wir natürlich ein ganzes Stück weit reiten dann, wenn ich da hoch will. Ich zeige euch mal nicht alles, sondern nur den Teil, den ich euch jetzt mal zeigen möchte. Und den Rest könnt ihr euch dann natürlich gerne selber erkunden, um euch eben auch noch ein bisschen diese Freude zu lassen. So, ich mache mal ein ganz kleines bisschen leiser hier. Ja. Du siehst aber auch gar nicht, wenn der Regen anfängt, ne? Oder der Boden war vielleicht sowieso dunkel. Ach. So, eine schöne Regenbogenboa jetzt noch nebenbei. Dort wäre nicht schlecht. Zwei von dreien haben wir ja schon. Die Lanzenotter und Rotfußtäppel, aber Regenbogenboa brauche ich auf jeden Fall auch noch. Sonst kann ich nicht runter von Guama. Und irgendwie würde ich euch das ja ganz gerne zeigen. Also noch abschließend hinten dran. Und ich will ja nicht nochmal rüber dann. Aber mal sehen, ob wir noch eine finden. Eselchen wird sich schon melden, wenn irgendwas in der Nähe ist. Ich habe hier, glaube ich, was gehört. Nee. Lanzenotter. Okay. Hoppa! Eins krass heftiger Sprung. Königsboa. Mein Esel ist ja schon ganz aufgeregt. Für Rumpel. Rumpel 2 auf Guama. Aha, siehst du, ich sag doch, da kommt noch eine Situation. Die jagen irgendwen.
You're okay, you're okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf die schießen. Oder ob die ursprünglich auf uns geschossen haben und das irgendeine Sequenz ist, die dann gekommen wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß nur, dass es nicht so sinnvoll ist, die anzugreifen. Ah. Da ziehen sie ab. Und ich glaube, auf der Karte werden die auch angezeigt. Also, ne, diesmal nicht, okay. Gestern waren sie mir noch. Ach so, weil der Sniper wahrscheinlich schon deaktiviert ist, ne? Was ist denn mit denen? Sind die jetzt freundlich gesonnen oder was? Ah, ne, jetzt. Wollte gerade sagen. Das sind richtige Wachen jetzt zum Beispiel wieder. Ja, auch wenn die anderen da genauso rumlaufen und. Deswegen passt auf vor der Situation. Muss ja nicht sein, ne? Ich meine, ihr könnt es auch drauf anlegen. Ja, macht, was ihr wollt. Ihr haltet hier keinen ab von irgendwas. Und was ist eigentlich, wenn wir mit dem Esel da reinreiten? Das will ich wissen. Also egal, komm, wir machen's. Aha. Es geht nicht. Es ist aber die coole, ne? Ja, schon. Hier direkt unter mir. Ich glaube, wenn ich jetzt absteige, fahre ich wahrscheinlich direkt rein, oder? Nee. Aber bin ich überhaupt an der richtigen Stelle, oder was? Ist doch hier am Ende gewesen, oder nicht? Aber da lag ja eigentlich auch noch ein bisschen so was drüber dann, ne? Ach, was weiß ich. Ach, was weiß ich hier. So, ich weiß, dass ich da oben nicht mit dem Esel langkomme, wo ich mit Dutch lang gekommen bin. Da müssen wir einen kleinen anderen Weg gehen. Jetzt haben wir nämlich drüben auch Wachen. Plötzlich. Da war eine Schlange irgendwo. Grüner Leguan. Eidechse. Ja. Ich hab dort zischen hören. Wildschwein. Aha. Oh, bitte sei doch mal der Gewinner. Unbekannt. Das ist gut. Und erledigt. Schauen wir uns den kleinen Ganoven nochmal an. Ist so lila. Artig ein bisschen gewesen, ne? Ja. Ja, lila, blau. Blau, lila. Was mit drinne auf jeden Fall. Das ist er. Das gute Stück. Du Stück, du. Nein, sowas nicht gemeint. Regenbogenboa. Et voilà. Brauchen wir aber nicht. Nur analysieren. Das reicht uns. Ja, damit können wir Guama jetzt quasi dann auch verlassen, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den richtigen Teil finde oder ob ich es verkacke. Und eine Meeresschildkröte wäre natürlich noch ganz cool, wenn wir nochmal eine sehen würden. Das mit den Haien überlasse ich euch. Das schauen wir uns gleich nochmal an, wenn ich dran denke. Gesagt habe ich es, aber oftmals vergesse ich es am Ende.
Okay. Scheinbar ist er jetzt doch wieder da. I don't know why. Dann machen wir es jetzt. Jetzt haben wir uns das leider zweimal angeguckt, aber sollte jetzt trotzdessen dann funktionieren. Also, Story. Ich habe keine Ahnung, warum er die ganze Zeit erst wieder weg war und jetzt nochmal mal checkt. Ey, warte mal. Das war ja gestern, wo du mich ausgeschalten hast. Ja, das ist richtig. So. Ich hoffe, dass die Tiere dabei gespeichert bleiben jetzt. Macht euch nicht unbedingt einen Speicherstand auf Guama auf. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich glaube, da hat es mir nämlich das ganze Menü letztes Mal zerfetzt. Also meinen eigenen Inventarteil zerfetzt und Dokumente waren weg. Und deswegen speichert euch das davor ab. Dann könnt ihr Guama mal besuchen, erkunden. Und einfach aufhören, wenn ihr fertig seid, sag ich mal. Falls ihr jetzt doch noch nicht alle Tiere habt, dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie ich das jetzt vorhabe. Und ob man die dann auch mit rübernehmen kann ins Kompendium. So, wir können nochmal überspringen. Und jetzt, wie gesagt, macht ihr einfach die Mission an. Quatsch. So. Doch anwählen müssen wir einmal, dann auf verlassen. Er bricht ab. Mission nicht wiederholen, abbrechen. Guama wird hoffentlich neu geladen. Ja, wie gesagt, eine Stunde schaffen wir trotzdem. Und dann müsste jetzt hoffentlich der Sniper wieder deaktiviert worden sein. Und ich muss kurz gucken, ob die Tiere im Kompendium geblieben sind. Elf Stück noch. Wir hatten 17. Ich hatte drüben 3, glaube ich, fertig gemacht. Das heißt, ja, müsste eigentlich, ne? Wann habe ich denn den? Achso, war drüben irgendwann schon bei John anscheinend. Rotkardinal. Orangenschale, Olivenschale, das sind ja nicht die, die ich brauche. Pudel und so ist auch klar. Ich suche ja nach denen, die wir jetzt hier speziell gemacht hatten. Zumindest davon. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die jetzt genau sind. Schuppenheiztau. Kann mich auch nicht dran erinnern. Nee, also eigentlich habe ich sie ja nach der Reihenfolge. Oh, nee, Quatsch, nee, macht keinen Sinn. Königsbar, Regenbogenboa, ja, alles klar. Haben wir. Gut. Dann ist hier das. Nee, warte mal, wo ist er denn? Ist der da? Der hier, ne? Ja. Da ist der Rotfußtöppel. Da haben wir ihn. So, und irgendwo hier ist noch der Lanzenotter. Da wohl. Alles klar. So, das sollte jetzt uns eigentlich möglich sein, dass wir Guama wieder schon verlassen können. Wir werden natürlich nochmal zu dem Punkt, den ich bereits erwähnt hatte. Und uns mal anschauen, was wir da finden können. Zum Abschluss nochmal einen neuen Teil. Ein einzelnes Gebäude, wie scheint, mit einem kleinen Anbau daneben. Was also wird uns da erwarten? Boing! Voll auf die Fresse. Ein kleines bisschen von der Cocaine 2. Und John ist wieder drauf. So. Volles Rohr drauf. John, hast du schon wieder angefangen? Ich dachte, du wärst runter von dem Zeug. Es juckt so, Mann! Ey! Seid ihr noch ganz saftig? Wo ist mein Esel? Ich kann doch nicht zu Fuß darüber. Nee, nix Bueno. Ich sag dir schon, wenn Bueno ist. Bueno ist, hier ist ein Esel, ich kann ihn nehmen. That's the Bueno.
Bueno ist auch, wenn ich hier die Scheiben kaputt mache. Los, komm. Das tust, John. Tu es, tu es. Tengo un hijo esperando en casa. Cuando me fui, estaba enfermo. Y no lo he visto desde entonces. Pienso en él todo el tiempo. Virgencita de la Caridad, sálvanos. Ist natürlich jetzt interessanter, wenn man die Sprache auch spricht, ne? Und kann. Carlos, ich gucke in deine Richtung. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendeiner kann doch hier auch Spanisch. Ist das richtig? Sprechen die Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Ist das Portugiesisch? I really don't know. Ich habe weder die eine noch die andere Sprache lernen müssen, deswegen kann ich das da eher schlecht auseinanderhalten, wenn die richtig irgendwas sprechen halt so. Klar gibt es ein paar einzelne Worte manchmal, wo man sagt, ja, 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 das ist Italienisch oder das ist Spanisch oder das ist Portugiesisch vielleicht, aber das beschränkt sich dann vielleicht auf zwei, drei Worte und ich muss selbst jetzt noch überlegen, während ich das erzähle, ob mir überhaupt eins einfällt. Und ich sage, das ist definitiv Spanisch. Also, bueno und so, das ist doch Spanisch auf jeden Fall, ne? Kubanische Landkrabbe, eine von perfekter Sorte. So, ich will mal gucken, ob ich meinen Esel jetzt hier gespawnt kriege. Vielleicht finden wir da oben auch noch irgendwo einen. Ah ja, da ist er. Wunderbar. So, ich lasse da nicht zu Fuß rüber. Auf allerkeinsten, Alter. Auf allerkeinsten. Das ist mega weit. Also, ja, hätte kriegen wir nicht, weil ich bin ja schon im Bereich... wo ich hätte Ärger kriegen können müssen. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Alter, hier wird alles platt geritten von John. Kennt er nix. Eiskalter Mother F. Und ab durch die Felder. Ich versuche hier mal reinzugehen. Wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Was ihr natürlich machen könnt, ist Cinco de Torres. Da werde ich jetzt nicht nochmal extra rüber. Aber, achso, Quatsch, hier. Wo will ich denn hin? Aber auch hier. Ich meine, gut, da haben wir die Schlacht geführt und so weiter. Ich sag mal so, ist auf jeden Fall möglich. Könnt ihr rüber, könnt ihr euch angucken, in aller Ruhe nochmal erkunden. Habe ich schon probiert. Machen wir aber jetzt nicht in dem Part. Ich möchte euch ja auch was übrig lassen fürs eigene Auge. Aber schon wieder eine nächste Schlange. Also die findet ihr wirklich reichlich noch vertreten. Deswegen müsst ihr gar nicht die ganze Zeit nur in diesem engen Gebiet rumlaufen. Das war ja auch mein Problem. Das hat mich sowieso genervt. Dann habe ich ein bisschen angefangen, so nebenbei hier dies, das zu gucken. Habe angefangen, was über die Bravo Super Show aus den 90ern zu gucken. Da kam ein Interview mit Jane Carter, der Mutter von Aaron und Nick Carter, die ganz stolz erzählt hat, wie sie die Saat gesetzt hat immer und wusste, dass ihre Kinder dafür gemacht sind. Ja, Aaron ist mittlerweile tot, an der Drogensucht gestorben. Grüße gehen raus an Jane Carter. Hast du ja toll gemacht. Glückwunsch kann man nur sagen. Mama. Ja, ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. War weird, sich das so anzugucken, während Spiegel TV da das Interview abhält und man denkt so, wow, wenn ihr wüsstet, wo das hingeht, Alter. Ist das manchmal krass, sich so eine Sachen von früher dann anzugucken. Aber man rechnet gar nicht damit, dass das in diesem Beitrag überhaupt kommt. Ich fand es einfach nur aus nostalgischen Gründen witzig, mir das nebenbei anzugucken. Und weil die da Backstreet Boys reingesungen haben und ich mir vielleicht einen kleinen Mitschnitt davon gemacht habe, weil das total lächerlich wirkte und ich dachte, wow, das ist aber irgendwie auch lustig. Ja, und dann kam Jane Carter und hat mich voll runtergezogen. Aber echt jetzt mal. Ich meine nicht, dass ich den Boy gehört hätte, so, weißt du, aber weder den einen noch den anderen. Gut, hier als Kind hast du ein bisschen Backstreet Boys nebenbei lief in deinem Radio halt so, aber ich hab's jetzt nicht wirklich, war nicht meine, ich habe keine Backstreet Boys Poster oder so ein Scheiß gehabt, kannst du vergessen. Ja. Yeah. Ja. Ich muss mit meinem Gefluche ab jetzt aufpassen, wa? Ich darf ja monetarisieren. Mittlerweile. Aha, jetzt einfach nur voll rein hier.
Also ihr seht, hier hinten ist auch Flora und Fauna durchaus noch vollständig. Hier gibt es teilweise Geräusche von Vögeln, die hast du in der ganzen Map nicht mehr. Es wird spannend, Freunde. Was erwartet euch da gleich? Ihr seht nach einer halben Ewigkeit noch ein Gebäudefleckchen aus Red Dead, das ihr eventuell noch nie erkundet habt. Die Spannung steigt. Bin auch schon wieder abgedriftet, Alter. Aber volles Rohr. Ey, im Dschungel würde ich mich wahrscheinlich auch im Real Life ziemlich schnell verlaufen dann. Also, worauf achtet man? Auf zum Beispiel Moos, das an den Bäumen wächst. Weil... Also jetzt müsste ich selber wieder überlegen. Richtung Osten wächst, Richtung Aufgehen der Sonne? Ist das richtig? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, der Moos wächst in Richtung Aufgehen der Sonne. Und somit in Richtung Osten. Oh Gott, ich laber doch schon wieder irgendwas, was gar nicht stimmt. Bitte nicht sofort glauben, wenn ihr euch verlauft, dass ihr nicht irgendwann im Wald steht. Verdammter Gyros! Da sind wir. That's it. Das ist diese Ruine, von der immer alle erzählt haben, sozusagen. Nein. Ja, da sind wir. Den Thumbnail habe ich mir gestern hier schon erstellt. Brauche ich heute jetzt nicht in der Folge schon wieder machen. Ich habe überlegt, ist das irgendwie eine Stelle, die wir hier noch in der Mission mit drin hatten eigentlich? Weil ich wüsste nicht welche. Huhuhu. Ich glaube aber, mal irgendwo gehört zu haben, dass der Teil hier für die Elisa Blumengeschichte und so mit wichtig gewesen wäre. Ja, also das gelöschte Bandenmitglied. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, gerne reinschauen. Gibt es auch eine Folge drüber. Wenn ihr Guama auf meinem Kanal als Schlagwort eingibt, dann habt ihr eigentlich so 2-3 Videos, die da schon gemacht wurden. Einmal alles, was aus Guama generell rausgenommen wurde. Man hat ja so eine Karte auf GTA Online quasi entdeckt, in GTA Online quasi entdeckt. Und zwar in Form eines Tattoos. Und das ist die gesamte Guama-Karte gewesen, wo allerdings mehr Punkte drauf verzeichnet sind als hier auf unserer Karte. Und Aufschluss darauf gegeben haben, was hier alles wohl geplant war. Wie zum Beispiel Loch Ness. Eine Schatzsuche. Ein Piratenschiff, das wir jetzt dann drüben in abgespackter Version gefunden haben. Dort, wo wir den Dreimaster finden. Das war eigentlich für hier vorgesehen. Wahrscheinlich hätten wir hier auch noch einen Schatz finden können oder so. Irgendwas Kleines. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich die da hochjage. Ich habe gestern schon schwer Lust gehabt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wa? Aber das überlasse ich euch. Das überlasse ich euch. Wir schauen mal lieber, dass mein Esel nicht wegläuft. Damit ich hier von der Karte noch runterkomme. Und wo die Map-Transition jetzt genau stattfindet, muss ich mal selber sehen. Wir müssen auf jeden Fall Richtung Norden, um von der Map wieder runterzukommen. Wir müssen hier ganz weit hoch. Ganz, ganz, ganz weit hoch. Dann, glaube ich, kommen wir irgendwo in Mexiko wieder raus. So, wenn man sich da drüben dann drauf gehen lässt, dann kommt man auch irgendwann wieder rüber. Aber wisst ihr, bevor ich es falsch mache, ich vergewissere mich wieder lieber nochmal einmal und dann zeige ich euch gleich richtig, bevor wir hier gleich noch rumeiern. Deswegen kurzer Cut. Jo. Hab's gefunden. Allerdings müssen wir gar nicht mehr weiter. Wir könnten jetzt natürlich mal gucken, was hier ist dann, dementsprechend. Und wie weit wir da dann jetzt eigentlich kommen. Aber hier wieder von Guama runterzukommen, ist ja doch wesentlich leichter, als ich jetzt gerade gedacht hatte. Denn ich habe erstmal die Teile ausprobiert. Ich war auch mega müde denn und bin dann noch schlafen gegangen irgendwann. Sag ich euch jetzt ehrlich. Achso, stand da jetzt gerade eigentlich auch der Ort dran, ne? Das sollte nämlich eigentlich auch beschriftet worden sein. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar eine Markierung bekommen. Egal. Den anderen Küstenteil, den hinten, den könnt ihr euch selber nochmal angucken. Wir machen es jetzt kurz und knackig. Ich will jetzt nur noch wissen, ob wir hier eigentlich eine Beschriftung hatten. Denn der Ort hat ja auch einen Namen.
So, wo sind wir? Digga, ich bin schon wieder voll dran vorbei hier, ey. Ist ja im Dschungel absolute Horror hier. An Orientierung. Aber machen wir es so, ne? Ah ja, genau. Seht ihr? El Nido ist nämlich der Ort, an dem wir sind. Und als ich das gerade nochmal nachgeschaut hatte, wegen dem Runterkommen, habe ich gesehen, ah ja, okay. Scheint keinen Stress zu geben. Also dadurch, dass ich nicht mehr rübergeritten bin für euch, machen wir das. Sehr schön. Da sind noch mehr Dynamitstangen. Ihr könnt noch ein bisschen, wenn ihr wollt. Wenn das euer Gelüst stillt, so tut es. Und denkt dabei an mich. Und jetzt nochmal lässig wegstecken. Yeah. So, Freunde. Wie kommen wir hier also wieder runter? Wir gehen also wieder auf den Fortschritt. Ja, es ist sehr simpel. Wir gehen in die Main-Kampagne zurück. Und wiederholen einfach hier irgendeine Mission. Das war, glaube ich, bei ihm im Video diese Mission. Ich werde es mal antryen. Ob es denn so funktioniert? Vielleicht hätte ich doch besser eine andere genommen. Geh dich in den Dreck an! Ciao, Dutch. Ich bin nur eine Ave Morgana. Ave Morgana. Ja. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Wegen Ave Morgan. Na, jetzt hat er den Witz auch noch erklärt. Die meinen dann immer noch viel besser. Ey, wieso? War ich zu weit im Norden oder was? Mit Replay the Mission funktioniert nicht. Hm. Lass mir nochmal schauen, welche er denn da genommen hat. Ja, to go back to the mainland, just play a mission from the main campaign and you should spawn on the main map after a try or two. Ah, okay. Also nach ein, zwei Versuchen. Das heißt, es muss nicht beim ersten funktionieren. Soweit habe ich nicht gelesen. Komm, wir nehmen mal eine hier aus Teil 3. Und probieren es nochmal mit der. Weil ich will ja nicht den Vorführeffekt. Ich will ja auch, dass ihr seht, dass das funktioniert. Ist ja ekelhaft. Hau ab, du Schwitzer. Ist nicht schwitzig. Das ist nicht schwitzig, Alter. Hört sich nicht gut an? Doch, hört sich gut an. Et voilà. Wir sind John. Und wir sind back. Sogar hier ein bisschen in der Nähe dann unten. Wo ich, glaube ich, zuletzt ja dann Ohrenschabe und so gemacht hatte, ne? Catfish Jacksons ist auf mysteriöse Weise einfach irgendwann verschwunden. Und angeblich ist doch kein Geld mehr da. Aber wir haben ja Algie Davison auf dem Gewissen. Quatsch, wir haben Nate auf dem Gewissen. Denn Arthur, dieses Schwein, hat nicht den Vater, sondern den Sohn bestraft. Ja. Das habe ich aber auch alles fürs Video gemacht. Ich sag's euch, ne? Schauen wir mal an, dass jetzt hier wirklich noch Nate liegt. So, und uns hat er ja interessiert. Wenn wir jetzt schon hier sind, dann schließen wir das doch damit ab. Können wir jetzt den Daddy hier Jahre später überhaupt noch sehen? Wir können ein paar Tage später hin, als Arthur, und ihn dann hören
wie er das bemitleidet, dass er daran schuld ist, dass sein Sohn jetzt gestorben ist und so weiter und so fort. Also ein anderer Dialog tatsächlich. Oder Monolog, besser gesagt. Der Vater erzählt das ja nur vor sich her. Aber was ist jetzt nach 25 Jahren? Nee, ganz so lange war es natürlich nicht. Er ist nicht mehr da. Wahrscheinlich gestorben. Und leider nichts weiteres mehr. Aber John, ich schwöre, hat ihn nicht platt gemacht. Bei allem, was mir lieb ist, ne? Oder der Sohn ist jetzt doch noch wieder hier. Das wäre richtig crazy. Bei dem Spiel schon gar nicht mehr wundern, ey. Jetzt kommt er wieder mit dem Messer. Ist doch noch jung geblieben. Wie? Wieso? Unmöglich. Ha, ha, möglich. Da sehen wir Arthur. Nate war so fasziniert von ihm, er hat im letzten Moment noch ein Bild von ihm gemalt. War Spaß. So, naja gut. Nee, also hier, ihr seht, hat sich dann das Geschichtchen auch erledigt. Können wir gleich mitnehmen, würde ich sagen, an der Stelle. Und gleich mit abhaken. Ist doch wunderbar. Wenn ihr nicht wisst, was ich jetzt gerade meinte mit diesen ganzen Dialogen und Monologen, schaut gerne mal rein in das Video. Das heißt, irgendwie was das Schlimmste, das Arthur machen kann. Ja. Der Part tatsächlich, den ich mitunter wirklich nicht aufnehmen wollte, da habe ich echt nicht so eine Lust drauf gehabt, sage ich euch ganz ehrlich, weil der zieht einen einfach nur runter irgendwie. Mich zieht sowas runter. In dem Sinne, jetzt habe ich aber gute Laune, weil der Part ist beendet und ich habe meine Tiere und ach so, genau. Wir wollen natürlich noch sehen, dass hier Dokumente sind alle noch da, sonst hätten wir die Zeitung hier vorne nicht. Das hat damals nämlich irgendwie mal anders ausgesehen. Aber so, wie ich es jetzt gemacht habe, sollte das funktionieren. Und wir schauen auch nochmal hier rein. Ja, nach wie vor 11 Tiere, das heißt, die anderen sind drin geblieben und ich habe meine Erkundung in Guama abgeschlossen. Dann haben wir jetzt noch weitere Tiere und das werden wir uns auch in einem weiteren Part dann sicherlich noch angucken oder ich mache es mit euch im Stream zusammen, lasst euch mal überraschen. Aber jetzt können wir abschließen und ihr habt die Möglichkeit, Guama vollständig nochmal zu erkunden, so weit wie möglich. Und ich sage euch, da ist echt einiges möglich. Unten bei den Haien, da war ja was. Er springt halt so rein, aber ich will John jetzt nicht absaufen lassen, oder wollte ich in dem Moment nicht. Und ich glaube, erst wenn wir ein bisschen geschwommen sind, weil das Spiel ja eigentlich Arthur erwartet hat an der Stelle. Uch, Quatsch, ich wollte hier auf Pause drücken, mit dem Controller auf Start. Weil das Spiel ja eigentlich Arthur erwartet hat an der Stelle und Arthur nun mal rein theoretisch schwimmen könnte, anders als John. Würden wir wahrscheinlich vielleicht eine Zeit lang rumschwimmen und irgendwann kommt der Hai gespawnt. Vielleicht kriegt man noch ein kleines bisschen extra Sound dazu, sodass es weißer Hai mäßig klar wird. Ah, Gefahr, Gefahr. Alarm, sozusagen. Ja, könnt ihr gerne ausprobieren, ob es schafft. Kann ich euch nicht versprechen. Ich habe es gestern ausprobiert. Ich bin bloß zweimal hintereinander draufgegangen und das ist ja, wie gesagt, ein ganz schönes Stückchen darüber bis zu dieser kleinen Nische. Da ist er auf jeden Fall. Schaut da genau rein, das ist nämlich nicht, das weiß ich noch, ja, also ich bin echt an derselben Stelle. Es ist nicht direkt unten am Ufer, ihr müsst da so ein bisschen in so eine kleine Bucht rein. Hier wäre die grüne Meeresschildkröte, die wir jetzt auch nicht gesehen haben und nicht im Kompendium erscheint, aber sie wird angezeigt oben. Also sie hat einen Eintrag bekommen, kann als makellos zum Beispiel angezeigt werden, kein Infotext dazu und eben auch kein Eintrag im Kompendium. Ja, und hier die Bucht, da müsst ihr so ein bisschen von oben ran gucken. Ihr könnt da aber wirklich an der Seite am letzten Streifen runterreiten. Und wenn ihr erstmal im Wasser seid, dann wird der ganze Teil hinter euch auf einmal verschwinden. Das hat mich sowieso völlig irritiert, weil ich nicht mehr wusste. Also achtet ein bisschen unten auf den Radar, aus welcher Richtung ihr gekommen seid. Dreht euch einfach um und schwimmt wieder mit dem Esel zurück ins Nix sozusagen. Dann auf einmal spawnt doch wieder das Gelände vor euch, von dem ihr ja gerade erst runter ins Wasser seid. Also... Moment. Hier, genau der Teil. Das ist alles zu sehen. Sobald ihr jetzt aber nach rechts hier in die Wellen reinreitet, wird auf einmal alles hinter euch verschwinden und ist nicht mehr zu sehen.
Das nur mal so als kleine Info. Das sehen wir jetzt hier nicht so ganz gut, aber wie gesagt, er versucht ja sowieso, dass er da irgendwie ins Wasser eintaucht anscheinend. Und wie er den Teil jetzt geschafft hat, muss ich auf dem Esel sitzen bleiben, damit er mich runterzieht oder wie? Scheinbar, ne? Also wenn John nicht unterhalb des Wasser, der Wasseroberfläche kommt, scheint mir, kann der Hai nicht gespawnt werden. So kam es mir jedenfalls gestern vor. So, ja, jetzt zeigt er uns doch die Teile, die ich euch eben gerade schon gezeigt habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part. Lasst unbedingt ein bisschen Liebe da. Ein Kommentar hilft auf jeden Fall, um den Algorithmus hier zu fördern. Und ja, abonnieren natürlich, falls du noch nicht mit dabei bist. Denn solche Sachen werden wir hier auch in Zukunft machen, was GTA 6 betrifft zum Beispiel. Ja, also wirklich behind the scenes so viel wie geht und so viel Mystery wie nur geht in eure Köpfe rein, damit ihr da den Alltag mal ein bisschen passé sein lassen könnt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao, ciao mit Gyros TV. Mann, mein Auto läuft die Rede an. Das hat er einfach manchmal. So, 3, 2, 1, gib ihm. Nice.